Ich habe Thomas Peters vor 4 Jahren kennengelernt durch die CDU, durch meinen Eintritt in die CDU. Und ich habe durch ihn sehr viel Erfahrung gesammelt, wie man in der Politik Fuß fasst. Was ich auch besonders an Thomas Peters schätze, ist seine Teamfähigkeit, vor allen Dingen Themen, die die Bürger bewegen, anzunehmen, sie umzusetzen und nicht locker zu lassen. An einem Beispiel möchte ich das gerne mal schildern. Und zwar, ich hatte mal eine Idee vor circa 2 Jahren, die da hieß, wir müssen was für die Umwelt tun in Wentorf. Und da habe ich nicht gleich bei allen Verständnis für gefunden, aber es hat einer sofort das unterstützt, neben vielen anderen auch, aber es war Thomas Peters. Und auch mit viel Aufwand und Zusammenarbeit haben wir daraus ein sehr erfolgreiches Thema gemacht, denn wir haben die jungen Leute damit zu uns bekommen und wir haben ein Thema, was alle bewegt, mit fast über 300 Leuten zu einem guten Erfolg gebracht, für uns, was heute noch Nachhall hat. Aber was ich besonders schätze, ist, dass Thomas Peters zuhören kann. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die heute wenige besitzen. Denn nur dann kann man das, was man umsetzen möchte für die Bevölkerung, für den Bürger, auch erkennen und eben auch zum Erfolg bringen. Und das schätze ich sehr, weil ich habe an vielen Projekten mitgearbeitet und habe sie mit umsetzen dürfen, die von Thomas Peters kamen. Und ich glaube, wenn er das umsetzen kann, auch in seiner Kandidatur für den Bundestag, dann kann er damit sehr viel Erfolg haben. Deshalb befürworte ich seine Kandidatur und wünsche ihm alles Gute dazu.